Hallo zusammen. Bei unserem letzten Video hatten wir unter anderem über die Einstellung der Stromstärke in Abhängigkeit vom Kernstabdurchmesser gesprochen. Ich möchte euch ein kurzes Update dazu geben. Zunächst einmal würde ich euch empfehlen, die auf der Packung angegebenen minimalen und maximalen Stromstärken in Abhängigkeit von dem Durchmesser anzuwenden. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, der minimale Stromstärke bezieht sich auf das Wurzelschweißen und auf eine PF-Position und die maximale Stromstärke bezieht sich auf Fülllagen und Decklagen. Hier kann man sehr schön erkennen, 2,5 mm entsprechend 60 bis 90 Ampere, 3,25 mm Durchmesser 90 bis 140, 4 mm Elektrodendurchmesser wären 140 bis 190 Ampere und 5 mm Durchmesser wären 190 bis 250 Ampere. Das bezieht sich, wie gesagt, auf diesen Elektrodentyp. Eine weitere Möglichkeit, die richtige Stromstärke zu ermitteln, ist, dass man mit Faustformeln arbeitet. Dazu empfehle ich euch, bei 2 mm bis 2,5 mm 20 bis 40 Ampere mal den Durchmesser zu errechnen. Bei 3,2 bis 5 mm gilt der Faktor 30 bis 50 Ampere mal jeweiligem angewendeten Durchmesser. Der Faktor 35 bis 60 Ampere mal gewählten Durchmesser bezieht sich auf eine 6 mm Stabelektrode. Nochmals für euch der Hinweis hierzu: Der minimale Wert gilt für die Wurzelschweißung und Schweißungen in der steigenden Position. Der maximale Faktor dieser Faustformel gilt für Füll- und Decklagen.